Hallöchen. mal kein PQ, sondern. Na gut, eigentlich doch. Aber man sieht halt nicht das komplette Artwork, weil ich das glaube nicht darf. Ich gucke gleich nochmal ins Regelwerk. Ich glaube, das ist wie bei anderen, dass ich jetzt nicht das komplette Artwork zeigen darf, um halt Spannung aufzubauen und die Leute zu locken und so. Oh ja. Ja, doch, das war ein Baum. wenn ihr es nicht kennt, ihr habt es eigentlich. Zumindest wenn ihr die alten Videos kennt, was eigentlich nur Speedpaints waren, ohne Gelaber. Das ist Rubbelkrepp. Und ich habe mich derzeit wieder mit dem angefreundet, weil zum einen ich endlich nicht wieder das Papier zerstört habe beim Abrubbeln. Also man macht es halt drauf. Dann lässt man es so ein paar Minuten ziehen, bis es halt wirklich komplett angezogen ist. Und dann kannst du halt rumpanschen. Was ich halt immer bei Aquarell und in meinem Fall gerade Acryl wieder benutze. Also ich habe gerade meine Acrylphase. Ich mache gerade irgendwie alle Hintergründe damit und ja. Also ich sage jetzt mal die großflächigen Sachen, wie zum Beispiel Steine oder so. Da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mit dem doch besser die Struktur hinbekomme. Jetzt nicht perfekt, aber es ist besser als mit Korks. Zumindest halt, wenn es halt wirklich große Sachen sind. Und bei dem zum Beispiel will ich hier einen Wasserfall machen und der Dude ist halt im Dschungel. Das Bild ist für ein Artbook, was ursprünglich als gestorben galt. Also wo wir alle uns einig waren, weil halt plötzlich gar nichts mehr passierte. Und das war dann so, es ist halt leider immer so, wenn man bei Artbooks plötzlich nichts mehr passiert und das bei Artbooks plötzlich nichts mehr passiert und das seit Monaten, dann in Anführungsstrichen weiß man, okay, das Projekt ist gestorben, scheiße. Ja, ist das halt leider echt oft der Fall. So, für die, die kein Kunstzeug, also die mit Kunst jetzt nichts am Hut hat, kurz erklären, was Artbooks bedeutet. Wortwörtlich übersetzt bedeutet es ja Kunstbuch. Und so ein Kunstbuch hat meistens auch noch eine Infoseite, sprich, man muss auch mit, ich wollte gerade Kalligraphie sagen, aber man schreibt es ja nicht selbst, man tippt es ja ein. Aber trotzdem muss man auch halt organisatorischen Scheiß bewältigen. Sei es halt schöner Infoseite in dem Sinne neben den Artwork oder wenn man sagt zuerst Artworks und dann kriegst du die ganzen Infos hinten dran. Aber an sich ist es immer schöner, wenn du neben einem Artwork immer noch Infos hast. Da muss man natürlich Cover ordentlich machen, alle Dateien in einer guten Quali zusammensetzen, dann die richtige Anordnung. Also so eine Anordnung, dass es Spaß macht, durchzubildern, sage ich jetzt mal. Und im Regelfall macht man daraus immer ein Projekt aus mehreren Menschen. Und dadurch ist es dann halt immer ein großes Thema. Dann bekommt jeder nochmal ein kleines Thema für sich oder mehrere Themen. Kommt darauf an, was der Umfang ist und wie viele mitmachen. Und dann gibt es halt immer die Org, also die Organisation. Ich tue es immer nur abkürzen. außer ich bin jetzt auf Arbeit oder so. Dann spreche ich schon aus, aber sonst in meiner Freizeit eigentlich immer Org. Und die sucht halt zuerst die Künstler aus, die sich bewerben, weil meistens sind halt immer mehr Bewerbungen als Künstler. Meistens, nicht immer. Und dann kriegt halt jeder sein Thema zugeteilt. Und setzt sich dann halt das Artwork und meistens sind so 3 bis 6 Monate Zeit für das Artwork, dass derjenige halt wirklich in Ruhe alles machen kann. Letztlich, ja, meistens passiert es aber immer auf dem letzten Drücker. Diejenige, die, ich weiß gerade nicht, ob sie es ursprünglich geöffnet hat oder ob sie es jetzt sozusagen übernommen hat, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich vergesse sowas immer gern. Aber diejenige ist jetzt jedenfalls in dem Sinne wieder erwacht und kümmert sich darum, alles zu sammeln mit Verträgen und so. Dass halt jeder dann auch sein, naja, Taschengeld bekommt, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir den krassen Verkauf haben. Und selbst wenn, es ist schön, dass es überhaupt noch zustande kommt, da hat sie gesagt, okay Leute, ich werde jetzt erstmal in Ruhe nochmal alles durchgehen, dann kriegt ihr Verträge und dann habt ihr circa 2 Wochen, um, wenn ihr sagt, das Alte passt mir nicht mehr, um es nochmal neu zu machen. Und ich muss, habe es jetzt zumindest bei dem, weil das alte, na, also ich habe 2 Beiträge drin.
Fun Fact, dadurch ist ein OC zufällig entstanden. Ich weiß nicht, ob ich den anderen auch nochmal neu mache, das steht noch offen. Aber jedenfalls, den wollte ich definitiv nochmal neu machen, weil das Bild ist langweilig. Zugegeben, der andere Beitrag ist jetzt auch nicht der krasse. Oh mein Gott, wie hat sie das gemacht? Aber es ist anschaulicher als das, weil gerade der Hintergrund bei dem alten ist so. Gut, bei dem anderen habe ich eigentlich auch nur, naja, Sonnenuntergang, Röte, Gedöns, dann steht da der Charakter, maximal Hälfte des Bildes, wenn überhaupt. Also eigentlich ist es größtenteils wirklich Morgenröte, Gepansche, kein wirklicher Hintergrund, wenn ich ehrlich bin. Und dann steht halt einfach nur da mit dem, ja. Also ich muss mal gucken, wenn ich ehrlich bin, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr hoffe ich, ich schaffe noch den Zeit nochmal zu überarbeiten. Wobei ich eigentlich auch an anderen Sachen arbeiten will. Ah, meine To-Do endet niemals. Ich habe halt noch Verlosungsgewinn dran, weil ich halt bei einer Rasse so Währung gemopst habe, um mir einen Charakter zu ermöglichen. Was ich schon mal in einem anderen Video erklärt habe, was Rassen ist, sind Bibabub und ich habe gerade keine Lust, das nochmal neu zu machen. Also, ich werde es euch dann in der Infokarte verlinken, was das nochmal mit diesen Rassen auf sich hat und dann könnt ihr dann da reinklicken. Das erkläre ich eigentlich auch am Anfang. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos angucken. Egal. Jedenfalls, Sternzeichen Artbook. Also halt die Sternzeichen vermenschlicht und dann dargestellt. Das ist mein Zeitbeitrag Löwe. Ich hatte sonst noch Stier, wodurch mein Charakter Chiara zufällig entstand. Meine kleine Zartbitterschokolade. Jetzt hat sie jetzt einfach so einen. Der hat den dunkelsten Hauttyp, den ich bisher gemacht habe. Und ich glaube, auch machen werde. Also an sich geht dann eigentlich schon noch schwarz. Also wirklich komplett schwarz. Die Farbe schwarz und jetzt nicht wirklich diese dunkle Pigmentierung, weil die hat sie eigentlich an sich schon. Und da fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich ihre Handflächen heller machen, weil da kommt ja nicht großartig Licht dran. Vielleicht denke ich beim nächsten Mal dran. Egal. Ja, jedenfalls. Nutzt ihr eigentlich auch Rubbelkrepp? Bei mir ist es so eine Hassliebe. Ich meine, ich habe jetzt das Papier, wo ich nicht Angst haben muss, dass ich mir das Bild hinterher zerstöre, weil es die erste Schicht Papier mit abrupft. Was im Übrigen passiert, wenn ihr, sobald das Papier eine minimale Struktur hat, frisst sich in dem Sinne diese, ich sag es mal, Masse in das Papier rein und dadurch, wenn du es dann mit. Ich zum Beispiel nehme immer ein Radiergummi. Wenn du ein Radiergummi versuchst, vorsichtig abzurubbeln, ziehst du dann die erste Schicht mit runter und zerstörst dadurch halt das Papier, das Bild, je nachdem, wie viel du mit runter rubst. Und das ist echt scheiße ärgerlich. So. Ich habe an sich jetzt, glaube ich, alles. Ich mache jetzt nur noch für den Wasserfall, lasse ich was frei. Und dann mache ich gleich die Steinstruktur und jo. Ich glaube mal, das wird diesmal ein kürzeres und ja, verträglich für euch. Ah, ja. Es gibt von Lukas diese wunderschönen Näpfe, wo 75 Milliliter drin sind und die kosten 3 irgendwas. Und wenn du zu Bössner gehst, kriegst du auch ab 3 einen Mengenrabatt. Also, wenn ich das nächste Mal dahin wird, sowas von mir gekauft, weil ich habe für die Standardtöne sozusagen und dann halt die als Erweiterung
Ja, sie sind circa ein Drittel von so einer Flasche und dann kann ich mir auch die holen. Dann habe ich sehr viel mehr davon. Ich weiß gerade nicht mal, wie viel das gekostet hat, aber ich glaube 10, 15? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn ich das nächste Mal mir Bössner leisten kann, im Moment versuche ich mich zusammenzureißen, weil LBM nur Besucher. Ja, ich habe gerade mal jetzt nach den ganzen Monaten das Geld für das Hotel zusammen. Karten habe ich mir auch schon gekauft, also mit dem nächsten Gehalt, das wird dann sozusagen mein Geld für die Con. Yay! Es ist echt schon so ein bisschen deprimierend, aber. So, es war letztes Jahr meine erste Con und letzte Con. Und dieses Jahr ist es wieder meine erste Con und sozusagen Jubiläum. Von daher, scheiß drauf. Und ich gehe halt mit einer Freundin hin und dann treffe ich rein theoretisch noch eine andere Freundin, mit der ich seit Jahren immer RPG Roleplay Game. Ja, von der Detektiv-Conan ist es eigentlich rein theoretisch im Detektiv-Conan-Universum. Wir haben es aber allerdings so umgemodelt, dass letztlich eigentlich nur noch die Kodos existieren. Und Shinichi ist immer groß. Aber es gibt natürlich Jin, weil Jin ist Love. Einmal mehr als die Stiebe, die es gibt viel zu wenig Folgen mit der Org. Ja, Wodka existiert auch nicht mehr. Dafür ist von Kaito die Organisation mit drin und Skorpion, der bei Kaitos Organisation ist. Und Jin sind sowas wie Best Buddies. Und dann passiert halt ganz viel Spaß. Wir sagen einfach Spaß dazu. Ja, man sollte den Chatverlauf echt nicht lesen. Ganz ehrlich, wenn man das liest, dann würde man denken, ich wäre eine Psychopathin, weil ich dann immer komme, ja, von wegen mach mal noch das und das. Und das ist noch nicht blutig genug. Ja, ich zeige meine Liebe zu meinen Charakteren oder zu den Charakteren, die ich liebe, echt sehr, sehr merkwürdig. Tut ja auch gern die Charaktere ja, misshandeln. Eigentlich mehr als misshandeln, aber wir sagen mal nur misshandeln zu. Ich habe eine sehr merkwürdige Liebe, das ist zeigen. Das ist genauso, wenn ich jemanden beleidige, ohne drüber nachzudenken, aber dann halt irgendwie grinsen muss oder so, halt irgendwas in mein Gesicht passiert, dann ist das immer auf scherzhafte Weise gemeint. Habe ich dann aber ein starres Gesicht, dann heißt das, ich hasse dich wirklich. Aber eigentlich tue ich immer nur beleidigen, so als Zeichen von, jo, ich mag dich. Ich bin merkwürdig. Ich bin eigentlich charakterlich mehr ein Typ als ein Weib. Und natürlich schminke ich mich auch nicht. Außer jetzt fürs Cosplay werde ich versuchen, mir das beizubringen, aber ja. Mir war weiter nach darüber zu reden. Juhu! Und dieses wunderschöne Fläschchen habe ich mal im 1-Euro-Markt irgendwann gesehen und mich kotzt das zutiefst an, dass ich nicht weiß mitgenommen habe. Jetzt habe ich führt 5000 Liter schwarz, aber ich habe fast kein Weiß mehr. Das ist so behindert von mir selbst. Warum habe ich mir nicht Weiß auch dazu geholt? Und das sind auch 75 Milliliter und die hat nur 1 Euro gekostet und das ist echt eine schöne Konsistenz. Die hier und die sind halt relativ flüssig. Und die ist halt so minimal zäher, aber halt voll gut zu verarbeiten und so. Wie gesagt, mich kotzt es selbst an, dass ich nur schwarz mitgenommen habe. Ich war so dumm, ey. Du brauchst vor allen Dingen so viel Weiß, finde ich. Aber naja. Irgendwann lernt man von, ne? Niedlich, oder? Dieser kleine Schätzchen. Wie gesagt, mich ärgert es voll, dass ich nicht. Na, ich hätte so schlau sein müssen und von denen nochmal Weiß mitgenommen, aber war ich nicht. Nee.
Das gepanscht ist fertig. Und für die Leute, wenn ihr auch mit Aquarell arbeitet oder allgemein so Paintings noch, ich bin zu faul für eine Mischpalette. Ich schmeiße das immer direkt aufs Papier. Beziehungsweise nehme es halt von den Tuben, weil ich immer zu faul bin, die Dreckspalette zu polpern. Wobei bei Aquarell muss man es ja eigentlich nicht, weil es ja wasserreaktivierbar ist. Aber bei Acryl schon und ich bin halt, wie gesagt, zu faul dafür. Ich bin allgemein sehr faul. Auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag auf den ersten Blick. Aber ich spare mir immer die Arbeitsgänge, die ich kann. Ja, jedenfalls, Steingedöns ist fertig. Ich muss jetzt erstmal schnell einkaufen. Ich wollte nur erstmal die Scheiße fertig haben, damit es richtig trocknen kann. Wenn ich dann wiederkomme, widme ich mich dann dem kleinen Wasserfall. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe dauernd immer wieder Reh gepanscht. Mir ist halt danach. Ich versuche beim nächsten Mal dann, das ist auch angesund, dass nur dadurch, dass die Pinsel so lang sind, ist es etwas unvorteilhaft, dann, wenn die Kamera hier liegt und ich. Ja. Man kann nicht alles haben, bekanntlich, wa? Ich gehe doch mal endlich mal einkaufen. Ha, ich muss auch gleich kochen. Zum anderen Part, der ein bisschen tricky ist, nicht von einer, ich wollte es gerade sagen, Herstellung, aber von der Mari her, sage ich jetzt mal, halt das Moos. Ich persönlich nehme da immer einen Schwamm und Acryl. Auch wenn ich zum Beispiel Baumkronen mache und halt genug Platz dafür habe. Aber da kommen wir jetzt zu dem Problem. Du brauchst schon eine gewisse Platzmenge. Weil, egal wie fein ich den Schwamm schneide, A, ich brauche nur was zum Festhalten. Das hier ist zum Beispiel echt eigentlich schön fein zum besseren Arbeiten von Kleinstellen hier zum Beispiel. Aber es ist halt dann immer ein bisschen beschissener festzuhalten und du tupfst ja, also drückst drauf und in dem Moment, wo du es drauf drückst, wird die Fläche ja auch wieder minimal größer, dadurch ist es wieder beschissener, ich sage jetzt mal zu denken. Und man kann zwar auch versuchen über die Kanten, also hier, aber das ist dann auch nicht so geil zu lenken und meistens hast du dann halt die zu lange Seite und dann ist es halt auch wieder kacke. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Aber es geht an sich halt. Hier habe ich zum Beispiel schon mal gestern Eis gemacht. Und der Baum mit Moos bedeckt. Und hat an sich ja echt schöne Struktur. Aber es ist halt, wie gesagt, ich sage es mal, suboptimal bei der Herstellung. Ja, mir fällt kein besseres Wort ein. Das ist halt so das kleine Problem, das kleine Manko, was man, also was ich da habe. Aber ja. Man kann nicht alles haben, wa?
Wie gesagt, halt nicht das komplette Artwork zeigen will, weil Artbook und Spannung und ups, Marketing ist das schon fast der ganze Hintergrund, den ich so gezeigt habe. Das habe ich bewusst noch drauf gelassen, weil ich gleich mit dem Wasser noch, also mit Acryl nochmal das Wasser hier machen will. Und dann kann ich das auch endlich wegmachen und den Rest. Ich habe nur mit Buntstiften nochmal hier kurz nachgemacht, dass man einen kleinen Unterschied sieht, weil, wie gesagt, es ist tricky, wirklich fein mit dem Schwamm zu arbeiten. Das ist halt das größte Problem dran. Hätte ich allgemein nochmal mit Buntstiften so ein paar tiefere machen, dass man hier zum Beispiel sieht, dass da ein Ast nur vermoost ist und nicht nochmal ganz viel Gras und ja. Habt ihr euch auch schon mal Acryl angetan oder tut es euch allgemein an? Gerade so für Hintergründe finde ich Acryl einfach viel schöner irgendwie, weil es so schön deckend ist und du kriegst halt auch Strukturen rein, wie zum Beispiel mit dem Schwamm. Aber es ist halt, brauchst schon einen gewissen Platz, damit du wirklich das, ich sag jetzt mal, ausleben kannst. Aber naja. Ja, so kleine Rundfahrt. Wie gesagt, ich will gerade nicht zu viel zeigen, weil ich nicht weiß, wie es. Ich habe es immer nicht geschafft, diesen Scheißvertrag wirklich in Ruhe durchzulesen, mache ich dann gleich. Während das Video dann Schneider drin hat, was auch immer. Aber ja, hier habe ich jetzt schon mal größtenteils das alles wegradiert. Dann da, wo Lücken sind und sich hier das Papier gelöst hat. Warum? Es hat die ganze Zeit funktioniert. Ja, das passiert erst immer bei den anderen Sachen, die ich noch freirubbeln muss. Ja. Zugegeben, der Wasserfall wurde nicht so geil, wie ich wollte, aber ja. Ich gebe immerhin nicht auf und versuche mich mit dem Hintergrund anzufreunden, trotz aller Marotten. Zeichnet ihr gerne Hintergründe? Ich erlebe halt immer nur meinen Fall, sprich, man ist eigentlich hintergrundfaul, weil es einfach richtig anstrengend ist und ich so gerne, ja, denke ich, Wort aus. Oder ergänzt den Satz in den Kommentaren, weil der Hintergrund uns gerne. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, heute hat das unfertige Bild trotzdem gefallen. Ich werde die Facebook-Seite, die bald geupdatet wird, ich habe in der Gruppe gefragt, die bald geupdatet wird, werde ich dann nochmal in die Kommentare packen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen könnt. Und wenn ihr da schon seid, könnt ihr ja meine ganzen anderen Social-Media-Seiten angucken. Erkennt die Scheiße. Dann werden gleich zwei Videos aufploppen. Ja, ich mache dann am besten nochmal das mit Aquarell vom anderen unfertigen Bild. Denn da heule ich mich nochmal über Aquarell aus. Naja, falls man es auch so nennen kann. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und das andere, keine Ahnung. Und dann ist dann auch wieder der Abo-Button, weil das ein voll schöner Button ist. Und unten drunter war ja schon in den, ganz bestimmt in der Beschreibung war. Dann habt ihr genau darunter sogar die Kommentare. Da könnt ihr ja dann auch euren Senf lassen. Und ihr wisst, das ist voll geil. Ich würde mich freuen. Ihr könnt ja auch ein paar Videowünsche da lassen, wenn ihr Bock habt, weil ja, ich würde schon gern so ein bisschen mehr Resonanz haben. Ja, es ist nur mein Hobby, aber ich möchte auch wie jeder andere Mensch Aufmerksamkeit. Gebt sie mir, please. Ich habe schon wieder zu viel gelabert. Man sieht sich. Und es ist hoffentlich kürzer als die anderen Bierkus. Sollte eigentlich.